Oh, da gibt es aber offensichtlich ein Problem mit der Leitung. Hallo und herzlich willkommen zum Viriditas Heilpflanzen Video. Heute mit einem Thema für die Herren der Schöpfung. Und zwar ist es so, dass wir heute von der gutartigen Prostatavergrößerung sprechen. Das ist ein Thema, was Männer im Alter früher oder später alle betrifft. Und zwar haben wir heutzutage bei den über 50-Jährigen schon die Hälfte aller Männer, die davon betroffen sind. Und bei den 80-Jährigen sind es schon über 90%. Worum geht es eigentlich bei dieser Prostatavergrößerung? Es ist so, dass beim jungen Mann die Prostata ähnlich groß wie eine Kastanie ist. Und diese Vorsteherdrüse, diese kastaniengroße Drüse, die liegt also unterhalb der Harnblase und umschließt den oberen Teil der Harnröhre. Ganz ähnlich wie bei diesem Gartenschlauch, wo auch diese Arretierung hier diesen Schlauch umfasst. Nun ist es so, mit der Hormonumstellung des Mannes im Alter wächst die Vorsteherdrüse, wächst also die Prostata. Das ist also ein völlig normaler, völlig harmloser Prozess. Allerdings kommt es zu Beschwerden, weil durch dieses Größenwachstum wird diese Harnröhre so nach und nach eingequetscht. Und dann kommt es zu Beschwerden wie Harnabflussstörungen, das heißt, das Wasser kann also nicht mehr so leicht fließen wie sonst. Und die ersten Beschwerden, die dann auftreten, sind eben, dass der Wasserstrahl eben nicht mehr so forsch ist wie vorher, es tröpfelt schon mal ein bisschen, oder eben auch vermehrter Harndrang, öfter in der Nacht muss man aufstehen, um Wasser zu lassen, also das sind so die ersten Anzeichen. Wenn es dann schlimmer wird, kommt es eben auch zur Restharnbildung, sodass das Wasser also gar nicht mehr richtig abfließen kann, dadurch auch vermehrt Harnwegsinfekte, und in schlimmen Fällen können diese Infekte natürlich auch aufsteigen in den Nierenbereich und da auch zu Nierenstörungen führen. In solchen fortgeschrittenen Stadien können wir natürlich mit den pflanzlichen Mitteln nicht mehr viel erreichen. Da hilft meistens nur noch eine Operation. Aber bei den ersten Anzeichen, also bei diesem Wasserstrahl, der nicht mehr so stark ist, beim Tröpfeln, beim nächtlichen Wasserlassen oder häufigeres nächtliches Wasserlassen, da kann man auf jeden Fall etwas mit Pflanzen erreichen und noch besser in der Vorbeugung. Wenn der Mann also schon regelmäßig beginnt, solche Mittel zu nehmen, vielleicht vor dem 50. Lebensjahr, dann kann man dieses Wachstum, diese Vergrößerung der Prostata verlangsamen. Und deswegen möchte ich euch aus der Vielzahl der Pflanzen, die man hier anwenden kann, heute in diesem Video drei vorstellen. Die erste Heilpflanze, die ich euch vorstellen möchte, ist die Brennnessel. Und zwar kennt ihr die Brennnessel sicherlich gut als Heilpflanze. Normalerweise erntet man von ihr die Blätter oder das Kraut. Aber für die Prostata-Beschwerden nimmt man nicht die oberirdischen Teile, sondern die Wurzel. Und die Wurzel, die hat einfach noch bestimmte Wirkstoffe, die ganz gezielt auf das Prostatagewebe einwirken. Nun ist es aber nicht so, dass eine vergrößerte Prostata verkleinert würde durch die Wirkstoffe der Brennnesselwurzel. Also das funktioniert leider nicht. Aber es ist so, dass dieser Prozess des Wachstums ganz deutlich verlangsamt wird. Und das hat man auch in Studien bewiesen. Und vor allen Dingen ist es so, dass man dann auch ganz deutlich merkt, dass dieser Harnfluss verbessert wird, dass auch die Restharnmenge in der Blase verringert wird und dass auch die nächtlichen Blasenentleerungen wirklich ganz deutlich sinken. Brennnesselwurzeln könnt ihr natürlich prima selbst ernten, und zwar macht man das im Herbst, wenn die Kraft aus den oberirdischen Teilen wieder zurück nach unten fließt. Also im Oktober beispielsweise ist ein guter Zeitpunkt. Ihr nehmt euch also einen Wurzelstecher und grabt die Brennnesselwurzeln aus. Die werden dann in Wasser gewaschen und man kann sie dann trocknen, zu Tee verarbeiten. Man kann aber auch eine Tinktur daraus herstellen. Wenn ihr einen Tee daraus machen möchtet, ist es ganz wichtig, dass ihr den kocht. Deswegen habe ich hier mal symbolisch einen Kochtopf mitgebracht. Also ganz wichtig, die Wurzeln werden in kaltem Wasser angesetzt und dann zum Kochen gebracht, ein paar Minuten köcheln lassen und dann nochmal ohne Flamme 10 Minuten ziehen lassen. Davon trinkt man dann 2-3 Tassen täglich. Und wer nicht selber Brennnesselwurzeln sammelt, die könnt ihr auch natürlich in der Apotheke oder im Kräuterladen kaufen. Es gibt auch Fertigpräparate von Brennnesselwurzel oder Tinktur. Also gibt es viele Möglichkeiten.
Eine zweite Pflanze, die bei Prostatabeschwerden gerne angewendet wird, aber nicht wissenschaftlich so sehr erforscht ist, aber aus der Erfahrung sehr gute Erfolge verzeichnet, das ist das Weidenröschen. Weidenröschen wachsen bei uns wild in ganz vielen verschiedenen Arten. Da gibt es also sehr viele unterschiedliche, aber sie haben alle mal so lange, schmale Blätter und erinnern damit an den Weidenbaum. Deswegen heißen sie auch Weidenröschen. Und im Herbst machen sie halt charakteristischerweise solch lange Samenstände und da kommen so haarige Samen heraus, die dann vom Wind fortgetragen werden. Das kleinblütige Weidenröschen wird bei Prostatabeschwerden als Tee getrunken. Das könnt ihr auch selbst ernten, wenn ihr das Richtige findet. Und das erntet man dann vor allen Dingen im Sommer, wenn es blüht. Und dann erntet man alle oberirdischen Teile, das heißt also Blätter, Blüten und Stängel. Das kann man dann trocknen, zu einem Tee verarbeiten. Und diesmal wird er nicht gekocht wie bei der Brennnesselwurzel, sondern einfach mit kochendem Wasser übergossen, 10 Minuten ziehen lassen. Auch hier wieder 2-3 Tassen am Tag davon trinken. Als drittes Mittel für den Mann möchte ich euch den Riesenmammutbaum vorstellen. Und zwar nutzt man den Riesenmammutbaum in der Gemmotherapie. Die Gemmotherapie macht ja Heilmittel aus Knospen und jungen Trieben von Bäumen und Sträuchern. Und dann werden sie mit einem Gemisch aus Alkohol, Wasser und Glycerin zu einem Heilmittel verarbeitet, was man dann tropfenweise einnimmt. Und hier vom Mammutbaum erntet man also im Frühjahr die jungen grünen Triebe, die dann zu dem Heilmittel verarbeitet werden. Der Mammutbaum strahlt ganz stark Kraft und Stärke aus und das auch selbst im Alter, denn diese Bäume werden unglaublich alt. Und wenn man diese Aspekte auf den alternden Mann überträgt, dann ist das wirklich ein Stärkungsmittel, ein Verjüngungsmittel sozusagen für den Mann, denn die Prostatabeschwerden sind ja auch Altersbeschwerden des Mannes. Und insofern stärkt dieser Mammutbaum eben den gesamten männlichen Organismus und wirkt sich einfach positiv auch auf die Prostatabeschwerden aus. Also bei allen Beschwerden, die mit einem hormonellen Ungleichgewicht beim Mann zu tun haben und überhaupt bei Altersbeschwerden, kann ich den Mammutbaum nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr noch mehr über Heilpflanzen erfahren möchtet, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen zu meinen Kursen. Und zwar entweder Präsenzkurse in Eupen, Belgien oder Online-Kurse. Das gesamte Programm findet ihr auf meiner Website viriditas-heilpflanzen.com. Alles Gute euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.